Minute Werner Street Racing in Polen. Ja, für euch. Und ich bin selber wirklich hammer überrascht, was hier abgeht. Ehrlich, Olli, oder? Oh, nochmal. Also ist echt mega hier. Ich bin das erste Mal in Polen und mir gefällt es hier richtig. Also echt, hier sind Autos, wow, richtig also, schön. Also wirklich absolut top. Wirklich, lasst euch überraschen, wir zeigen euch alles, okay? I got a girl that compliments my fly. And when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call my. My one time for the one time. Compliments my fly, and when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call mine. My one time for the one time. I remember when we were still in college and your girl's boyfriend. Friends was always tryna holler, not a lot. Chain sand stand, but they don't want these problems. Let the top four ride slow. Let them know I got you, never been insecure. But I don't play about you. Don't care who you were before or what they say about you. We fresh like air, no pollute. We didn't came too far, this no fluke. When you on my. So Leute, ich habe jetzt ein bisschen Hunger bekommen. Wer in Polen schon mal gewesen ist, es gibt nichts Besseres als eine leckere Saprikanka. Ja, also ich habe mir eine bestellt, ich zeig die euch gleich. Hammer. Also wer wirklich nach Polen reisen will, der muss wirklich absolut eine Saprikanka essen. So, das ist eine Saprikanka, Leute. Das ist im Prinzip eine Baguette, ja, mit Pilze, Käse und Ketchup. In Polen isst man alles mit dem Ketchup. Okay? Also wirklich, schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ja, wirklich zu empfehlen. Also wer in Polen ist, der muss unbedingt eine essen. Want a nook because I had a little buzz. You care more about how it looked. I care more about what it was. You said I was flirting too much. I cut them all off if I must. This whole relationship thing is pointless if there is no trust. But you know that you. So, guckt euch an. Sogar die Polizei fährt hier einen fetten Kia Stinger. Hammer, ehrlich jetzt. Ich glaube, die deutsche Polizei sollte sich das hier abgucken und ein Beispiel davon nehmen. Finde ich cool, oder? Auf jeden Fall. Sogar mit Brembo-Anlagen hier. Ich weiß nicht, ob das so. Ich weiß, ob das Serie ist, aber auf jeden Fall fett. Also, ich finde das Auto wirklich nicht schlecht. Also, ich glaube, Kia hat sich auch so ein bisschen gemacht, ne? Finde ich. Auf jeden Fall. Also, ja, echt. Kia quasi so ein mehr oder weniger einfaches Auto, aber ich finde die von Design her nicht schlecht. Also wirklich. Auf jeden Fall. Mega, mega. Okay, weiter. So, also mein Fazit für die Veranstaltung hier in Polen, wirklich Hammer. Also wirklich unglaublich, wie viele Supercars hier stehen, wie viele exklusive Fahrzeuge überhaupt in der Gegend fahren. Die Polizei ist mega freundlich, ja, die halten uns an, um sich die Autos anzugucken. Egal wie laut das Auto ist oder was man hier macht, im Gegensatz leider bei uns in Deutschland gar nicht mehr möglich, dass man wirklich so eine kleine Tour macht oder irgendwie durch die Stadt ein bisschen mit dem getunten Wagen fahren kann in Ruhe, wird man sofort abgeschleppt, stillgelegt oder sonstiges. Wir sind hier angekommen, da haben wir gedacht, okay, wir kommen in dem Rolls Royce, so ein bisschen auf dicke Hose tun. Wir haben gedacht, wir werden ein bisschen hier, aber falsch. Weil wir fahren wirklich ganz viele Rolls-Royce, verschiedene Modelle. Eine richtig coole Veranstaltung. Ich kann wirklich jedem empfehlen, nächstes Jahr hier hinzukommen. Die Leute sind wirklich top, wirklich sehr freundlich, unglaublich. Also wirklich, ich bin einfach nur sprachlos, was ich sagen soll. Ja? Bei uns gibt es meistens Messen im Winter, ja, im Sommer wenig. Und hier ist natürlich mega Wetter, Strand, das Meer. Mädels, auch ich würde jedem empfehlen, hier hinzukommen. Bevor man einmal nach Monaco oder so fährt, sollte man lieber auch nochmal hier hinkommen. Also hier ist wirklich, ja, das stimmt. Hier sieht alles komplett anders. Wir dachten erst, wir kommen mit dem Rolls-Royce. Da hier ist bestimmt, haben wir uns nicht gedacht, dass es so viele gibt. Aber da haben wir falsch gedacht. Hier sind auf jeden Fall ganz andere Autos auf der Straße. Also Polen ist nicht mehr Polen. Also früher war Polen Entwicklungsland. Und ich habe das Gefühl, ist wirklich, dass mittlerweile Deutschland ein Entwicklungsland ist. Ja? Also die Straßen sind hier besser, die Restaurants sind viel besser. Wirklich, also Deutschland hat wirklich nachgelassen. Und ich glaube, Polen hat so ein bisschen Deutschland
abgehängt. Ja? Wirklich, hier sind Live-Konzerte. Jedes Wochenende gibt es ein Live-Konzert hier. Wirklich alles vom Stadt gesponsert. Unglaublich, wirklich. Myself, that money would never be a factor. Now I'm laughing at Benihanas with benefactors. My son, my soul, pouring on the slaw with entire rappers. My chef cooking that steak and lobster on giant platters. Forsaking all I can for the southern after. Path to disaster, enslaved by the master. I'm hearing they laughter, Drunk off my own grapes, yes, I'm blasted. Pockets is fatter. Without peace, what does it matter? Manifesting this madness. My career's center stage, you're just a sideshow. Carrying the shame everywhere that I go. Ain't no way this can continue, I know. But do I want that mercy or that mercy lie go? I'm flawed. So, das war's mit meinem kleinen Video hier aus Polen von der Werwa Street Racing. Vielen Dank nochmal für die Einladung an die Veranstalter, an den Paweł, der uns Hotel und alles organisiert hat. Vielen Dank, wirklich eine super, super Veranstaltung. Wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal dabei. Und ja, wenn euch das Video euch gefallen hat, lasst mir ein Like, vielleicht ein Abo. Schreibt ruhig ein paar Kommentare, ich freue mich, ich lese wirklich alle durch und nächste Woche sind wir in Tschechien, in Prag, aber an der Messe, da werden wir auch berichten. Ja, ich freue mich, wenn es euch gefällt, machen wir weiter. Vielen Dank, ciao.